Karthago, eine Stadt im Kampf gegen Rom. Nordafrikanische Mittelmeerküste um 400 vor Christus. Stadt der Seefahrer und Händler nennt man sie, die Metropole auf afrikanischem Boden, Sizilien gegenübergelegen. Und das zu Recht. Schiffe aus dem gesamten Mittelmeerraum steuern täglich den Hafen von Karthago an. Den größten und am besten befestigten Hafen der damaligen Welt. Waren aus aller Herren Länder werden hier umgeschlagen und verkauft. Karthago ist die Drehscheibe für den gesamten Mittelmeerhandel. Menschen von überall her treffen sich hier, um Geschäfte zu machen. Kein Wunder, dass die Menschen jener Zeit von der reichsten Stadt der Welt sprechen. Gegründet wird Karthago bereits um 800 vor Christus von einem Kaufmannsvolk aus Kleinasien, den Phöniziern, die einen dauerhaften Stützpunkt an einer ihrer wichtigsten Handelsstraßen errichten wollen. Zahlreiche Legenden ranken sich um diese Stadtgründung. Man erzählt sich, die phönizische Prinzessin Dido sei vor ihrem grausamen und machtgierigen Bruder geflohen und habe in ihrer Not Zuflucht an der afrikanischen Küste gesucht. Dort sollen ihr die einheimischen Häuptlinge so viel Land versprochen haben, wie sie mit einer Kuhhaut zu umspannen in der Lage sei. Weiter wird berichtet, die ebenso kluge wie schöne Prinzessin habe daraufhin die Kuhhaut in unzählige dünne Streifen geschnitten, diese miteinander verbunden und damit ein großes Areal umspannt. Der Küstenstreifen, den Dido markiert, bildet der Legende nach das Kernland der Karthager oder der Punier, wie sie von den Römern aufgrund ihrer phönizischen Wurzeln genannt werden. Nach der Gründung Karthagos soll sich die Prinzessin selbst auf dem Scheiterhaufen den Göttern geopfert haben, um für das neu gegründete Reich Wohlstand zu erflehen. Mit oder ohne Didos Hilfe zu Wohlstand gelangt die nordafrikanische Küstenstadt allemal. Nach und nach löst sie sich von ihren phönizischen Gründervätern und geht selbst auf Expansionskurs. Kolonien an der nordafrikanischen Küste, auf Sizilien, Sardinien, Korsika, den Balearen und an der südlichen spanischen Mittelmeerküste nennt die aufstrebende See- und Handelsmacht schon bald ihr eigen. Durch den Handel mit Nahrungsmitteln aller Art, Metallen, Textilien, Fellen, Kunstgegenständen, Schmuck und Sklaven ist Karthago im 4. vorchristlichen Jahrhundert die reichste Stadt im Mittelmeerraum. Und in der Tat, nirgendwo sonst spielt der Handel eine so große Rolle. Nicht ohne Grund haben Griechen und Römer, wenn sie sich einen Karthager vorstellen, das Bild eines seefahrenden Kaufmannes vor Augen. Der sagenhafte Reichtum Karthagos weckt natürlich Begehrlichkeiten, und so verwundert es nicht, dass die Seefahrerstadt nicht nur eine Handels-, sondern auch eine überaus gut ausgerüstete Kriegsflotte unterhält, um sich gegen Angriffe wehren und den eigenen Machtbereich weiter ausbauen zu können. Karthago, die Stadt der Seefahrer, ist in fast allen Himmelsrichtungen von Wasser umgeben, denn sie liegt auf einer Halbinsel, die im Osten vom Golf von Tunis, im Norden von einer Lagune und im Süden von einem See begrenzt wird. Eine strategisch günstigere Lage kann man sich kaum vorstellen. Nur im Westen ist Karthago auf dem Landweg angreifbar. Aber auch dies ist beileibe kein leichtes Unterfangen, denn starke Mauern, deren Gesamtlänge fast 40 Kilometer messen, schützen die Stadt. Das antike Karthago ist eine Weltstadt. Knapp eine halbe Million Menschen leben und arbeiten hier, vornehmlich Händler, Seefahrer und Handwerker, aber auch Bauern. 100.000 Landarbeiter sorgen dafür, dass in der antiken Metropole die Nahrungsmittel nicht knapp werden. Sie leben nicht in der Stadt selbst, sondern in der Megara, einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet nördlich des eigentlichen Stadtareals, das ebenfalls innerhalb der schützenden Mauern liegt. Wie bei der Kapitale eines der berühmtesten Seefahrervölker der Geschichte nicht anders zu erwarten, bildet der Hafen den Kern der Stadtanlage. Er besteht aus zwei miteinander verbundenen Becken, einem für die Handels- und einem für die Kriegsschiffe. Der Zugang zum Meer ist durch eine etwa 20 Meter breite Einfahrt möglich, die mit einer gigantischen Eisenkette abgeriegelt werden kann. In der Mitte der Hafenanlage befindet sich eine Insel mit dem Flottenhauptquartier. Der Kriegshafen ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Karthager. Griechische und römische Chronisten versteigen sich zu den kühnsten Behauptungen. Sie erzählen, binnen kürzester Zeit könne der Hafen ganze Flottenverbände ausspeien und wieder verschwinden lassen.
Wer sich, wie Karthago, in einer so exponierten Position befindet, der hat natürlich auch viele Feinde. Dessen sind sich auch die Karthager bewusst. Und so betreiben sie parallel zum wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt den stetigen Ausbau der Streitkräfte. Bestehen die karthagischen Truppen zunächst hauptsächlich aus Bürgern der Stadt selbst, so kommen mit der Ausdehnung des Einflussgebietes auch Truppen unterworfener Völker oder verbündeter Staaten hinzu. Schließlich, als auch dies alles nicht mehr ausreicht, wird noch zusätzlich eine beträchtliche Zahl ausländischer Söldner angeworben. Die Leitung der Truppenverbände obliegt dem Feldherrn. Dieser stammt stets aus den angesehensten Familien der Stadt. Der Posten geht meist vom Vater auf den Sohn über und von diesem wiederum auf seinen Sohn. So entstehen im Laufe der Zeit regelrechte Militärdynastien, die auch auf die Politik großen Einfluss nehmen. Das Herzstück des Landheeres ist die Phalanx, eine Truppenformation nach griechischem Vorbild. Aber auch Kavallerieregimente, Streitwagen und vor allem die berühmten Kriegselefanten, die den Gegnern das Blut in den Adern gefrieren lassen, gehören zum Arsenal der karthagischen Armee. Wichtiger als das Landheer jedoch ist, wie sollte es bei einer See- und Handelsmacht auch anders sein, die Marine. Die karthagische Führung setzt im Kampf zur See auf Kriegsgaleeren. So ein typisches Schiff, die Quinque Reme, ist zwischen 35 und 45 Metern lang und etwa 6 Meter breit. Auf ihr haben 300 Soldaten Platz. Die Quinque Remen gehören zu den gefährlichsten Kriegsschiffen ihrer Zeit. Die Karthager verfügen über ungefähr 350 solcher Schiffe mit etwa 100.000 Mann Besatzung. Lange Zeit kann niemand Karthago zur See das Wasser reichen. Doch im 3. Jahrhundert vor Christus geht noch eine andere Macht im Mittelmeerraum auf Expansionskurs: Rom. Karthago ist den Römern wegen seines Reichtums und seiner zahlreichen Kolonien seit jeher ein Dorn im Auge. Zu eng liegen die Einflussgebiete der beiden antiken Mächte beieinander. Und so kommt es zu einer über 100 Jahre dauernden, erbitterten Auseinandersetzung, die zu drei Kriegen, den sogenannten Punischen Kriegen und dem Untergang Karthagos führt. Ein Leben im Kampf gegen Rom, das ist das Schicksal ganzer Generationen von Karthagern. Der berühmteste Sohn Karthagos, der sein Leben ganz dem Kampf gegen Rom widmet, ist Hannibal. Er wird um 247 vor Christus als Sohn des karthagischen Feldherrn Hamilkar Barkas geboren. Im Jahr der Geburt seines Sohnes wird dieser mit der Leitung des Krieges gegen die Römer auf Sizilien betraut. Zu diesem Zeitpunkt tobt die erste karthagisch-römische Auseinandersetzung schon 17 Jahre lang. Ausgangspunkt des Konflikts ist die Herrschaft über Sizilien. Seit jeher sind die Karthager die Herren im Westen der Insel. Doch auch die Römer wollen ihren Machtbereich im Mittelmeer ausdehnen und bringen Teile Siziliens in ihre Gewalt. Ein dauerhaftes Festsetzen Roms auf der Mittelmeerinsel müssen die Karthager aber unter allen Umständen verhindern, soll ihre eigene Position nicht geschwächt werden. Als Hamilkar Barkas das Kommando übernimmt, sieht es zunächst so aus, als könne er das Blatt noch wenden. Es gelingt ihm, durch Blitzangriffe bereits verlorenes Terrain zurückzuerobern. Rom, das sich schon als Sieger des ersten Punischen Krieges glaubt, ist gezwungen, trotz mittlerweile leerer Kriegskassen erneut eine Flotte aufzustellen. Da der Krieg gegen das verhasste Karthago den römischen Bürgern ein besonderes Anliegen ist, finden sich zahlreiche Aristokraten, die bereit sind, die dringend benötigte Flotte aus privaten Mitteln zu finanzieren. Mittlerweile sind die Fähigkeiten der römischen Flottenbauer und Marinestrategen auch so gut, dass Rom Karthago zur See ebenbürtig ist. Karthago hat die Vorherrschaft auf seinem ureigenen Terrain, der Seekriegsführung, verloren. Und so stehen sich 241 vor Christus bei den Ägatischen Inseln zwei gleichwertige Gegner gegenüber. Nach einer langen und zermürbenden Seeschlacht erringen die Römer einen klaren Sieg. Eine Fortsetzung des Krieges auf Sizilien scheint angesichts der schweren Verluste aussichtslos. Hamilkar Barkas steht ein schwerer Gang bevor. Er tritt mit dem römischen Konsul Catulus in Kontakt und bittet um einen Friedensvertrag. Die Bedingungen, die Karthago akzeptieren muss, sind hart. Es verliert alle sizilianischen Gebiete und muss eine hohe Entschädigung in Gold an Rom zahlen. Damit geht eine 23 Jahre dauernde Auseinandersetzung zu Ende, die Karthago an den Rand des Untergangs bringt.
Der Verlust Siziliens liegt kaum 3 Jahre zurück, da besetzt Rom 238 vor Christus Sardinien, ohne dass Karthago in der Lage ist, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Der für die herbe Niederlage verantwortliche Feldherr Hamilkar Barkas durchlebt in jener Zeit auch persönlich alles andere als glückliche Tage. Denn als er nach Karthago zurückkehrt, erwartet ihn dort ein Gerichtsverfahren. Seit alters her wird hier erfolglosen Feldherrn der Prozess gemacht. Wird Hamilkar Barkas schuldig gesprochen, erwartet ihn der Tod. Doch es gelingt dem geschickten Strategen, in den führenden karthagischen Familien genügend Fürsprecher für einen Freispruch zu finden. Er bleibt der Feldherr Karthagos. Bereits ein Jahr später macht sich Hamilkar Barkas auf nach Spanien, um dort neues Terrain zu erobern und so die Verluste des ersten punischen Krieges auszugleichen. Seine Söhne Hannibal, Hasdrubal Barkas und Mago begleiten ihn. 8 Jahre kämpft Hamilkar Barkas bereits in Spanien, als er bei der Belagerung der Stadt Helike ums Leben kommt. Die Römer beobachten die karthagische Eroberungspolitik in Spanien argwöhnisch und entschließen sich, einen Vertrag mit den Gegenspielern zu schließen. Man einigt sich darauf, dass der Fluss Ebro im nordwestlichen Spanien die Grenze zwischen den Interessenssphären bildet. Keine der beiden Vertragsparteien darf ihn in kriegerischer Absicht überqueren. Hannibal war einst nach dem Tod seines Vaters nach Karthago zurückgekehrt. Nun, da er Anfang 20 und somit alt genug ist, ruft ihn sein Schwager Hasdrubal der Schöne nach Spanien und macht ihn zum Kavalleriekommandanten. Als solcher feiert Hannibal seine ersten militärischen Erfolge in den Kämpfen gegen die iberischen Stämme. Doch Hasdrubal und Hannibal kämpfen nicht lange Seite an Seite. Denn im Jahr 221 vor Christus wird Hasdrubal von einem Sklaven ermordet und das Heer wählt Hannibal zu seinem Nachfolger. Auch die Oberen in der karthagischen Heimat bestätigen ihn im Amt des Feldherrn. Nun ist es an Hannibal, das fortzusetzen, wofür sein Vater sein Leben ließ, den Kampf gegen Rom. Zunächst aber widmet er sich weiter der Unterwerfung der iberischen Stämme. Nach zahlreichen Siegen steht er ein Jahr später vor Sagunt an der Mittelmeerküste. Doch die Stadt verweigert ihm die Unterwerfung. Als Hannibal die Stadt belagert, wenden sich die Sagunter an Rom. Da die Stadt aber südlich des Ebros und damit sozusagen auf karthagischem Terrain liegt, verweigert sich Hannibal der römischen Forderung abzuziehen. Nach 8-monatiger Belagerung stürmen Hannibals Truppen 219 vor Christus die Stadt und töten die Bevölkerung. Rom ergreift die Gelegenheit und erklärt Karthago den Krieg, es sei denn, Hannibal werde ausgeliefert. Karthago aber steht hinter seinem Feldherrn und so kommt es zum zweiten punischen Krieg. Im Frühjahr 218 vor Christus beginnt Hannibal seinen Feldzug gegen Rom. Mit dabei die gefürchteten karthagischen Kriegselefanten. Da er weiß, dass Rom den Karthagern zur See mittlerweile ebenbürtig, ja vielleicht sogar überlegen ist, wählt er den Landweg, zur Überraschung und zum Entsetzen der Römer, die ihn mit 2 starken Flotten vor Afrika und Spanien erwarten. Unterdessen bricht in Rom Panik aus. Was soll man tun, um Hannibal aufzuhalten, da sich der größte Teil der Truppen außer Landes befindet? In letzter Minute gelingt es den Römern, unter Mobilisierung aller Reserven, Hannibal den Weg nach Italien über die Küstenstraße zwischen Alpen und Meer zu versperren. Doch dann tut Hannibal etwas, womit niemand rechnet. Er wählt den Weg über die winterlichen Alpen. Der Aufstieg ist für die Kriegselefanten und die Soldaten aus dem mediterranen Raum eine Tortur. Tiefschnee, Gletscherspalten, Schneestürme, die immer knapper werdende Verpflegung und Überfälle der feindlichen Bergvölker fordern ihren Tribut. Nicht einmal die Hälfte der Soldaten und Elefanten überlebt die Alpenüberquerung. Doch Hannibal interessieren diese Verluste nicht. Er hat sein Ziel klar vor Augen: Rom. Unaufhaltsam zieht er weiter nach Süden. Nach zahlreichen unbedeutenden Gefechten kommt es 216 vor Christus bei Cannae zur ersten großen Schlacht zwischen Römern und Karthagern. Durch ein geschicktes Manöver gelingt es Hannibal, die Römer vernichtend zu schlagen.
Als die Römer das karthagische Zentrum angreifen, lässt Hannibal seine Infanteristen langsam zurückweichen, bis die römischen Fußsoldaten halbmondförmig umstellt sind. Gleichzeitig überrennt die karthagische Kavallerie die römische Reiterei, vernichtet sie vollständig und steht nun auch im Rücken der gegnerischen Infanterie. Hannibal hat es geschafft. Die zahlenmäßig überlegenen Römer sind umzingelt. Nun ist es für seine Soldaten ein leichtes, die Römer zu besiegen. Nach diesem Triumph wendet er sich jedoch nicht gegen die römische Kapitale, sondern zieht weiter gen Süden. Denn seine militärischen Kapazitäten reichen noch nicht aus, den auch nach dem Trauma von Cannae noch mächtigen Gegner in seinem Kernland direkt anzugreifen. Bevor er den Zug auf Rom wagt, will Hannibal möglichst viele römische Bundesgenossen auf seine Seite ziehen. Doch vergeblich, nur wenige Städte folgen ihm. So vergehen noch Jahre, bis in Rom der sprichwörtlich gewordene Ruf »Hannibal ante portas« erschallt. Doch alleine wagt er den Angriff auf Rom auch dieses Mal nicht. Sein jüngerer Bruder Hasdrubal Barkas soll ihm mit neuen, unverbrauchten Truppen zu Hilfe kommen. Gemeinsam wollen die Brüder im Jahr 207 vor Christus, der eine von Norden, der andere von Süden, die Stadt angreifen. Doch dazu kommt es nicht. Hasdrubal fällt etwa 200 Kilometer vor Rom. Mit seinem Tod sind auch Hannibals letzte Angriffspläne auf Rom gescheitert. Der römische Feldherr Scipio, dem Hannibal sich nun gegenüber sieht, setzt auf psychologische Kriegsführung. Er lässt Hasdrubal den Kopf abschlagen und schickt ein Paket an Hannibal. Dieser traut seinen Augen nicht, als er beim Öffnen das Gesicht seines Bruders erblickt. Die Römer indes haben neues Selbstvertrauen gefasst. Eine neue Kriegsstrategie soll den Sieg über Hannibal bringen. Der römische Heerführer Scipio hat großen Respekt vor den militärischen Fähigkeiten Hannibals, aber er sagt auch, Hannibal mag vieles können, aber eines kann auch er nicht, an zwei Orten gleichzeitig sein. So beschließen die Römer, den Krieg ins karthagische Kernland nach Nordafrika zu tragen, während Hannibal noch immer in Italien lagert. Überstürzt verlässt Hannibal daraufhin Italien und setzt nach Afrika über. Dort kommt es bei Zama im Jahr 202 vor Christus zur entscheidenden Schlacht, die mit einem überragenden Sieg der Römer endet. Mit dieser Niederlage ist auch Hannibals Schicksal besiegelt. Er versteckt sich nach dem Ende des Krieges noch einige Zeit im Exil außerhalb der Heimat. Doch die Römer haben ihren alten Feind nicht vergessen und stellen ihm nach. Als er 183 vor Christus droht, in die Hände der Römer zu fallen, vergiftet er sich. Es wird einen weiteren Krieg brauchen, bis die Römer im Jahr 146 vor Christus die berühmt gewordene Forderung des römischen Senators Cato in die Tat umsetzen. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, hatte dieser jede seiner Reden vor dem Senat geschlossen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. So endet die jahrhundertelange Erfolgsgeschichte Karthagos, dieser alten und einst so mächtigen Seefahrernation. Nach einer mehr als 100 Jahre dauernden Auseinandersetzung hat Rom das bessere Ende der Geschichte für sich. Der Weg ist frei für den Aufstieg Roms zur Weltmacht. Auf unserer Reise haben wir bislang die prägendsten Gestalten und einschneidendsten Ereignisse der bekannten antiken Welt erleben dürfen. Doch nicht nur im Abendland und Orient hat sich Bahnbrechendes ereignet in diesen Jahrhunderten. Das ahnt wohl auch Alexander der Große, der als erster Europäer eine Expedition gen Osten ins sagenhafte Indien wagt. Das Ende der Welt, so versichert er seinen Soldaten, würden sie dort finden. Doch ganz im Gegenteil. Im Gangestal formiert sich 500 vor Christus das erste indische Großreich.